Naja, sieht schon anders aus als ein Mikrofon. Hallo. Wollen wir einfach mal, ne? Hallo, guten Tag, mein Name ist Tom Hoppe. Vor über 20 Jahren hatte ich das große Glück und konnte mein Hobby zum Beruf machen. So lange bin ich schon beim Radio. Angefangen mit 14 als Praktikant, mit 15 durfte ich meine erste eigene Sendung moderieren. Und mit 25 Jahren wurde ich dann zum jüngsten Radiochefredakteur Deutschlands. Gleichzeitig zum Krisenmanager, denn ich musste meinen Heimatsender, der auf der Kippe stand, vor dem Aus retten. Meine große Leidenschaft ist und bleibt aber die Moderation. Ich liebe es, Emotionen zu wecken, Menschen zu unterhalten, zu informieren oder zu animieren. Und das nicht nur im Radio, sondern auch auf der Bühne oder vor der Kamera. Die Politiker im Ennepetaler Rat werden immer älter. Die Stadt reagiert auf diese Tatsache und bestellt für die anstehenden Wahlen in ein paar Jahren doppelt so viele Urnen. Zu meinen persönlichen Highlights gehört aber auf jeden Fall meine Sendung Gagpad. Es war die erste landesweite Comedy-Show überhaupt. Mitte der 90er lief sie einige Jahre lang auf allen 45 Lokalstationen in Nordrhein-Westfalen. Und es gab keinen bekannten Comedian damals, der nicht mein Gast war. Sie hören Gagpack, die Comedy-Show mit Tom Hoppe und Helge Schneider bei mir im Studio. Ja. Ich kann aber nicht nur lustig, das konnte ich 2014 beweisen. Als einziger Reporter durfte ich exklusiv hinter die Kulissen des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan blicken. Und da zeigt sich mal wieder, wie klein die Welt ist. Ich war Luftlinie ungefähr 5000 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Plötzlich werde ich vor dem UN-Hauptquartier in Kabul angesprochen von einem Soldaten, ob ich Tom Hoppe vom Radio wäre. Es stellte sich dann heraus, dass der Soldat mich kannte, weil er aus der gleichen Ecke kam wie ich. Ich könnte ja noch viel mehr erzählen. Das war ein kleiner Einblick in meine Radiowelt. Noch mehr von mir gibt es auf tomhoppe.de. Danke fürs Zuschauen.